Hallöchen, meine lieben Liebenden und herzlich willkommen zur neuen Tagesbotschaft. Es ist wieder soweit, die neue Woche startet und dementsprechend starten auch wieder die Tagesbotschaften. Wir gucken gleich rein, gucken, was die Karten uns verraten und wie immer gilt, alles kann und nichts muss mit dir persönlich in Resonanz gehen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir. Liebes Universum, was ist denn hier die Grundenergie am Montag? Eine Neuausrichtung in Richtung Wunscherfüllung. Wunschbrunnen fällt raus. Es kann auch sein, dass hier der ein oder andere einen Wunsch verändert. Ich sag immer, wenn etwas auf die eine Art nicht funktioniert, dann können wir jederzeit eine Kurskorrektur machen, können den Wunsch anders definieren, vielleicht auch erstmal kleiner machen, damit wir ein Etappenziel haben, ein Meilenstein erreichen. Weil wenn man einen kleinen Teil vom Wunsch bereits erfüllt hat, dann motiviert das natürlich noch ungemein mehr weiterzumachen, um das Ganze ja größer werden zu lassen. So mache ich das zum Beispiel auch immer beim Fahrradfahren. Das hat sich so eingebürgert. Ich habe so verschiedene Punkte, wo ich mal genau weiß, okay, jetzt habe ich so ein Drittel geschafft, jetzt habe ich die Hälfte geschafft und damit ich so weiterfahre. Und so ist es halt auch bei der Wunscherfüllung, ne? Immer so etappenweise, egal worum das geht, so sich weiter reinarbeiten in diesen Wunsch. Und wie gesagt, wenn es am Anfang vielleicht, und das darf man ruhig, ja, man darf groß träumen und sich einen großen Wunsch wünschen, jedoch sollte man sich auch realistisch mit Wünschen auseinandersetzen und wissen, dass Wünsche halt auch in Etappen erfüllt werden, ne? Ganz gleich, worum das geht. Und hier ist halt, wie gesagt, eine Neuausrichtung bezüglich eines Wunsches, weil eventuell was Nagendes auch gelöst werden möchte. Die Mäuse sind ja per se nicht unbedingt nur schlecht, ganz im Gegenteil, sie können ja auch an der richtigen Stelle nagen. Wir gucken mal, was das Tarot dazu sagt. Die Mäßigkeit. Die Temperance. Ich nehme heute wieder das Shadowscape Tarot für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ach, guck mal hier, ja, zwei große Arkanen zusammen mit dem Gehängten, also schon eine Transformationsenergie, die sich hier zeigt. Wir haben hier eine Ausrichtung auf Herz und Bestimmung und grundsätzlich bist du auch in der Führung mit der Mäßigkeit, das heißt, du machst es dir gerecht. Die Mäßigkeit steht auch dafür, dass man bewusst Maß halten muss, dass man bewusst auch eine ruhige Achtsamkeit an den Tag legt, dass man Geduld an den Tag legt. Grundsätzlich bist du aber im Wandeln und auf Herz und Bestimmung ausgerichtet. Und das ist schon mal der essentielle, die Grundbasis für jeden Wunsch, den wir uns erfüllen wollen. Weil, wer erfüllt die Wünsche? Wir. Ja, wir erfüllen unsere Wünsche. Was fällt denn hier on top? Die neune Kelche, ja, hier. Dankbarkeit, Wunscherfüllung, nochmal die perfekte Bestätigung. Und die neune Kelche sind in puncto Wunscherfüllung natürlich auch ganz gut, weil hier zeigt sich Zufriedenheit. Hier zeigt sich auch ein Abschluss, ja. Und vielleicht hast du jetzt auch einen Meilenstein erreicht bei einer Angelegenheit, die du gerade wachsen lässt. Jeder kleine Wunsch ist ja letztendlich auch wie ein Baby, was auf die Welt kommt. Wir sind mit einer Idee schwanger, wir wollen etwas umsetzen und so wie ein kleines Kind sich entwickelt, vom Baby zum Kleinkind und Jugendliche und so weiter und so fort, so ist es auch mit unseren Wünschen. Ja, alles fängt erstmal klein an, bis es irgendwann groß wird, erwachsen wird und alleine läuft. Ja, also neuner Kelche, eine sehr gute Energie hier, Freude, Genuss, Zufriedenheit. Und dann schauen wir mal, die sieben der Münzen. Ja, es geht hier auch um Finanzen. Auch hier liegt die Geduld drin. Ich
weiß, Geduld ist nicht so jedermanns Stärke. Und vor allen Dingen nicht, wenn du eine Stabkönigin bist. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Stabkönigin hier im positiven Aspekt, im lichtvollen Aspekt, ist im Vertrauen, ist in der Sicherheit, ist in ihrer Kreativität. Ja, vielleicht ist es ein kreatives Projekt, an dem du arbeitest. Grundsätzlich ist hier die Inspiration drin, die Leidenschaft drin, die Entschlossenheit drin und eben auch, dass du dich von deinem Instinkt leiten lässt. Ne? Königinnen hier oder die weiblichen Energien stehen für die Zuschauerseite. Es sei denn, du erkennst hier jemanden, mit dem du es zu tun hast. Dann können natürlich Energien auch vertauscht sein. Denk dran, wir sind in der kollektiven Legung. Grundsätzlich also hier Geduld, Vertrauen auch in deinen Wunsch, aber es kann durchaus sein, dass du nochmal einen Blick drüber wirfst, weil wie gesagt, wir haben die Mäuse hier etwas naht. Und dass du deinen Wunsch etwas anders gestaltest. Der Page der Münzen und die hohe Priesterin im Schatten. Ja, ich habe ja schon vom Baby gesprochen. Wir könnten hier also das Baby liegen haben mit dem Pagen der Münzen. Das ist ja grundsätzlich die Anfangsenergie. Das heißt, diese Entdeckerlust, die jugendliche Neugierde, Ehrfurcht und eben halt neue geschäftliche, finanzielle Möglichkeiten. Vielleicht auch neue Karrierewege, neue Karriereverbindungen, ganz gleich wie. Und da haben wir wahrscheinlich schon das, was so ein bisschen nagt. Die hohe Priesterin im Schatten ist eine Energie, die etwas irrational unterwegs ist, die misstrauisch unterwegs ist, die ja Angst vor ihrer eigenen Intuition hat, beziehungsweise auch gar nicht auf die Intuition hört. Sondern kann es natürlich sein, dass sich diese Wunscherfüllung, ja, deine Erfüllung so ein bisschen in die Länge zieht, weil wir sehen auch anhand der 7 der Münzen, da ist schon ein bisschen längerer Zeitraum. Ne? Man wartet so auf die Früchte der Arbeit und hinterfragt sie. Ach, guck mal, ja, da fällt mir gerade ein, eine Wochenbotschaft. Hatten wir das nicht auch am Montag liegen in der Wochenbotschaft? Dass es darum geht, Entscheidungen zu bekräftigen, weil... Weil das passt, das ist selten, dass das so miteinander in Korrelation steht. Ne? 9 der Kelche, Entspannung, alles läuft, ne? Alles ist stimmig, du bist hier in der Führung, du bist auf Herz und Bestimmung ausgerichtet. Mit den 7 der Münzen, da läuft auch alles. Und das ist ja auch das Zeichen, weiterzumachen. Ne? Es ist halt ein langsamer Reifeprozess. Aber etwas, was langsam wächst, ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Ein langsam wachsender Baum bringt natürlich auch mehr Stabilität mit sich als ein schnell wachsender Baum. Und hier ist wirklich dieses Irrationale. Die hohe Priesterin im Schatten steht ja auch so für Klatsch und Tratsch. So, nun kann es natürlich sein, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich habe das nämlich Anfang des Jahres schon so extrem gehabt. Allerdings nicht mit der hohen Priesterin im Schattenenergie, sondern ich war trotzdem ausgerichtet, dass Menschen auf dich zukommen und dir versuchen, das Ganze madig zu machen. Ja? Das heißt, Menschen, die auch unverbunden mit sich selbst sind, Menschen, die ja keine eigenen Träume haben, die so vor sich hin, ich muss es in dem Fall wirklich sagen, vegetieren, weil das sind Menschen, die mit negativen Energien unterwegs sind und andere immer schlecht machen wollen für ihr eigenes kümmerliches Leben. Ist einfach so. Ich hatte das Anfang des Jahres, ich glaube, das ist auch noch in meinen Community-Beiträgen zu finden, da kam so ein Mensch in die Kommentarspalte und meinte, mich schlecht machen zu müssen. Damals hatte ich noch 2000 Abonnenten. Meinte, mich schlecht machen zu müssen, es wäre ja lächerlich. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon über 14.000 Abonnenten auf TikTok. Das war aber egal. Ja, also das war egal, dass ich da so viele Menschen hatte. Aber die 2000 Abonnenten hier auf YouTube, die wären ja gar nichts. Und hatte denn halt eine andere Kartenlegerin Lob gepreist. Ne? Ja, die und die kann das richtig gut und die hat so und so viel Summe X Abonnenten. Dann habe ich gesagt, ja, was? Da habe ich mir so gedacht, ja, was bringen dir denn Abonnenten? Im Endeffekt gar nichts. Du kannst 10.000 Abonnenten haben, wenn deine Videos aber nur 2 Aufrufe haben, bringt dir das gar nichts. So, und ich habe lieber nur 2.000 Abonnenten, dafür aber Abonnenten, die meine Videos schauen. Und ich bin lieber authentisch als fake. So. Hier ist aber dieser Wunsch noch nicht so hundertprozentig integriert.
Das heißt, gerade wenn es hier um einen Neuanfang geht in der Angelegenheit, und wie gesagt, wir haben ja hier so Meilensteinenergie, ne, Staffellauf, jetzt geht's in die nächste Etappe mit dem Pagen der Münzen, kann es sein, dass, ne, dass so eine negativ belastete Energie, Person auf dich zukommt und dir ja so ein bisschen dein Misstrauen in dir triggert. Ja. Die negativen Energien drehen durch. Na, Schatzi? Das war Mr. Finsterflausch, der jetzt hier gerade durchdreht. Also ein bisschen Achtung, lass dir keine Flausen ins Ohr setzen. Guck mal, das passt nämlich auch ganz gut mit dem Ritter der Schwerter, wo es darum geht, analytisch an die ganze Sache ranzugehen, in dem Moment auch wirklich im Verstand zu bleiben und natürlich auch bei dir in deiner Seele zu bleiben, weil die Stabkönigin ist ja souverän, sie ist im Vertrauen. Sie vertraut dem, was sie tut. Das heißt, du hast hier das Seelenfeuer und mit dem Ritter der Schwerter auf jeden Fall auch den klaren Verstand, um wirklich deine Entscheidungsfindung nochmal zu hinterfragen und auch mit Ehrgeiz und Strategie, Logik und Argumenten damit umzugehen. Und das letztendlich auch noch deine Ursprungshandlung, deine Ursprungsentscheidung zu bekräftigen. Also hier kann Kritik auf dich zukommen, aber die ist eher destruktiv. Ja, ich sage immer, Kritik sollte konstruktiv sein. Man kann kritisieren, man kann vieles sagen, wie wäre es, wenn du mal das und das vielleicht so und so machst. Ja, man kann Vorschläge machen. Hey, darf ich dir einen Tipp geben? Ja, aber einfach nur zu motzen und zu sagen, deine 2000 Abonnenten sind gar nichts oder dein Traum ist einfach nur Pipifax, der wird ja sowieso nichts werden. Das ist keine Kritik, das ist eine persönliche Meinung und die hat in Kritik einfach nichts verloren. Ja, also Kritik sollte immer konstruktiv sein und der anderen Person, die man kritisiert, helfen. Alles andere ist Bullshit. Da gebe ich auch nichts drauf. Also ich schätze Kritik sehr, aber sie sollte halt wirklich auch weiterführend sein. Ja. Die 9 der Stäbe ist das Zögern, was sich hier noch zeigt. Ja, die 9 der Stäbe sind auch Verletzungen in der Vergangenheit. Und es kann durchaus sein, dass du eben in der Vergangenheit sehr unschlüssig warst. Vielleicht auch lange gebraucht hast, hier deinen Wunsch klar für dich zu definieren und anzufangen. Ja, und sicherlich sind hier noch Belastungen drin. Allerdings sagen die 9 der Stäbe auch, hey, erstens, du bist in der Abwehrenergie. Ja, wehre auch tatsächlich ab, vor allen Dingen, wenn es ungerechtfertigte Kritik ist von einem Menschen, der dich nicht kennt. Und mit den 9 der Stäben kannst du auch anfangen, die alten Ängste abzubauen. Weil wie gesagt, du bist hier in einer weiteren Etappe deines Wunsches, deiner Traumerfüllung. Und mit den 9 der Stäben darfst du einfach auch wissen, okay, halte durch. Ja, geh wieder in die Vorfreude, schau dir eventuell noch Verletzungen der Vergangenheit an, die dafür sorgen, dass du hier im ersten Moment vielleicht zögerst, irrational bist, aber letztendlich ist diese Konfrontation mit einer durchaus negativen Person notwendig, um hier die letzte Schutzhaltung loswerden zu können, gerade weil es eben eine neue Etappe ist. König der Kelche, ja, der Gefühlsklärer zeigt sich hier. Und der Gefühlsklärer kann durchaus der Mensch sein, der hier so ein bisschen negativ auf dich zukommt. Muss nicht sein. Dieser Mensch meint es wahrscheinlich auch nicht unbedingt böse. Wir haben hier einen Menschen liegen, der sehr fürsorglich ist, allerdings kann das auch manchmal ein bisschen übergriffig sein. Ja, das ist ein Mensch, der auch aus dem Gefühl heraus handelt, der einen großen Wissensschatz hat, der sehr warmherzig ist, der sehr empathisch ist und sich um andere sorgt, so eine sanfte Kraft hat. Allerdings kann das in dem Fall auch eine Lernaufgabe für den Kelchkönig sein, sich vielleicht einfach mal zurückzuhalten. Ja, und weil wir haben hier eine Seelenverbindung liegen in eurer Energie, sich einfach auch mal zurückzuhalten und andere mal machen zu lassen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt kein Mensch, der es böse meint, gar keine Frage. Ne? Wir haben hier so einen Menschen, der will einfach nur helfen, aber er kommt manchmal,
er triggert halt, ne? Als Seelentherapeut darf er triggern, soll er auch triggern. Deswegen nimmst du diesen Menschen nicht unbedingt übel, aber schau schon an, warum es dich so wohlig macht in der Situation. Das ist letztendlich einfach nur ein Hinterfragen, ein Aufbäumen der Vergangenheit, ne? Wir kriegen ja hier auch nochmal Botschaft aus der Vergangenheit mit den 7 der Münzen, ne? Überraschungen. Also in dem Fall ist es eher im ersten Moment eine negative Überraschung, in der zweiten Instanz, wenn man das Ganze so ein bisschen durch sich durchgezogen hat und durch alle Energien verarbeitet hat, eigentlich auch ein ganz guter Hinweis. Ja, beziehungsweise klärt es eben leichte Irrationalität, sorgt dafür, dass du dich mit dir selbst wieder verbinden kannst und mit einem klaren Blick wieder fokussiert nach vorne gehen kannst. Wie gesagt, Seelenverträge können auch manchmal mit völlig fremden Menschen eine Bewandtnis haben, weil einfach Triggerpunkte hochkommen sollen. Letztendlich soll diese Begegnung, ne, wir haben ja auch eine wichtige Begegnung, wir haben die Gefühlsklärung hier mit beiden Energien liegen, also ein Gefühlsklärer oder eine Gefühlsklärerin, beziehungsweise 2 der Kelche steht ja auch für Gefühle klären, weil hier der Vertrag in dem Fall mit dir selbst einfach gefestigt werden möchte. Ja. Wie gesagt, grundsätzlich kein schlechter Mensch, aber schon jemand, der auch manchmal ungefragt seine Meinung abgibt. 4 der Stäbe, Meilenstein. Sehr gut. Wir haben die Klarheit, das Klarheitsschaffen drin mit den 4 der Stäben, die gesunde Partnerschaft. Das kann ja auch dein Partner, deine Partnerin sein, hier jemand aus dem Freundeskreis oder Familienkreis oder ein Kollege, Kollegin. Also wir haben hier Stabilität liegen, wir haben hier die Freude liegen, ja, den Meilenstein, ein Grund zum Feiern. Hier ist auch die Geselligkeit drin. Und jetzt haben wir hier noch den Stabkönig liegen und den Narren. Jetzt frage ich mal rein, ist der Stabkönig hier energetisch dem Kelchkönig zuzuordnen? Was haben wir hier? Nein, okay. Das ist eine andere Person. Ha, sehr interessant. 5 der Kelche. Ja, ich meine, Stabkönig ist ja auch ein sehr souveräner Mensch, sehr durchsetzungsfähig, eine Autoritätsperson. 5 der Kelche steht ja dafür, Verluste durchzuarbeiten, wieder ins eigene emotionale Vertrauen zu kommen, Ängste loszulassen. Und wir haben hier einen Neuanfang. Das scheint mir aber ein bisschen gänzlich von der grundsätzlichen Wunscherfüllungsenergie zu tun zu haben. Was ist das hier mit dem Stabkönig? Wir haben, wie gesagt, den Neustart. Es geht um Ängste, es geht um Illusionen. Das ist doch jetzt schon wieder spannend. 6 der Schwerter, Neuausrichtung. Ritter der Münzen, Ass der Münzen. Suche nicht nach Erfüllung im Außen, sondern erfülle dich selbst. Hier ist eine gute Chance angezeigt, einen Gewohnheitstrott, einen Motivationsmangel, eine Stagnation, eine mögliche Täuschung zu lösen. Hier kommt nochmal eine weitere Situation. Also es hat nichts mit diesem Menschen zu tun und auch grundsätzlich nichts mit dieser Wunscherfüllung. Das ist hier nochmal irgendwie eine Randnotiz. Eine gute Chance, um Unbeweglichkeit in einer Situation zu lösen, wo du nicht weitergekommen bist. Und das hat hier mit Verlusten zu tun. 5 der Kelche ist ja auch immer so Trauer und Schmerz zu lassen. Ja? Enttäuschung, Bedauern, Befreien, Befreiung, Desillusionierung. Ne? Wir haben ja auch den Mond liegen, der eben auch für Illusionen steht. Hier ist noch eine weitere Person im Spiel, die entweder am Montag oder im Laufe der Woche eine Rolle spielen kann, weil das sind Energien, die haben, ne, das ist nichts, was nur einen Tag geht, wo es ums Lösen geht, einer emotionalen Blockade. Wir gucken mal, wir haben den Bären hier liegen im Outcome. Geht es hier um eine Liebessituation? Wieder ins Gefühl, in die Liebe eintauchen. Wo ist sie hingefallen? Oh ja. Oh ja. Leute, ich fresse einen Besen. Es geht hier um eine Liebessituation. Also,
hier ist ein weiterer Mensch entweder schon da oder kommt noch rein, wo es um Herzensentscheidung geht und in dem Fall tatsächlich um die Liebe. Der Bär passt natürlich auch wunderbar hier zur Stabkönig-Energie. Eine sehr erhabene Person, eine Person, die selbstschützend ist, die für sich einsteht und auch für andere einsteht. Durchaus temperamentvoll sein kann, aber grundsätzlich ein sehr selbstbewusster Mensch ist. Mit den Liebenden geht es ja darum, Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen. Ja. Das heißt, es geht hier auch um gesunde Partnerschaften. Ein Mensch, der dich in eine gesunde Partnerschaft führen möchte, der dich aber auch desillusioniert. Vielleicht hast du hier noch ein Thema im Zwischenmenschlichen. Ritter der Stäbe, wo es eventuell auch um Unbesonnenheit geht. Ritter der Stäbe, Abenteuerlust, 4 der Schwerter, Gedanken sortieren. Für neue Perspektiven, für eine neue Weitsicht. 6 der Stäbe, Misserfolg. Über den Misserfolg, ja, pass auf. Ja, hier, wunderbar. Dieser Mensch, oh, das passt gut. Dieser Mensch, der hier noch eine weitere Bewandtnis hat, der das Zwischenmenschliche klären möchte, ist quasi ein Mensch, der dich, was deinen Pessimismus angeht, antriggert. Das heißt, es ist ein Mensch, der deine Kurzsichtigkeit rausnehmen möchte und dir ein bisschen eine Brille aufsetzt, damit du weiterblicken kannst. Weil hier ist so eine Energie präsent von, ja, ich lasse mich auf das Abenteuer ein, aber das hält sowieso nicht lange. Ja, und das möchte rausgehen. Dieses, ich lasse mich auf das Abenteuer ein, aber es hält ja eh nicht lange. Ja, das ist ja schneller wieder vorbei, als ich gucken kann. Das ist auch so ein Thema Misstrauen, sich selbst nicht vertrauen und sich selbst auch nicht trauen, weiter als über die Kurzsichtigkeit hinauszublicken. Wie gesagt, dieser Mensch setzt dir eine Brille auf und er möchte hier, dass du über den bisherigen Misserfolg auch im Zwischenmenschlichen drüber hinweg siehst. Dass du dich auch mal wieder früh freuen darfst, ne? Weil 6 der Stäbe sagt dir immer, freu dich nicht zu früh. So, und das ist diese Energie, die du in diese Situation mit reinbringst und daraus resultieren dann auch immer wirre Gedanken. Das ist ein lebender Kreislauf, ne? Weil irgendein Verlust, der nicht verarbeitet ist, der irgendwie mal in die Hose ging und das hast du so mitgeführt in die letzten Partnerschaften. Egal, ob es jetzt um Freundschaft geht oder um die romantische Liebe. Ja, es gibt ja auch die freundschaftliche Liebe. Ganz gleich wie, da gibt es Beschleunigung. Ne? 8 der Stäbe sagt es, es gibt Neuigkeiten, es geht hier um Abschlüsse, es geht um eine schnelle Reaktion, eine schnelle Entscheidung. 8 der Stäbe ist auch eine Energie, wo viel passiert, wo du plötzlich wieder in Bewegung kommst. Alleine durch eine Desillusionierung, sich nicht mehr auf so eine pessimistische Energie einzulassen. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, gar keine Frage. Dennoch lohnt es sich, auch mal den Blick in die Weite zu riskieren. Einfach, um sich selbst auch in eine Energie der Langfristigkeit hineinzusetzen. Weil alles, was wir in uns fühlen, denken, spüren, das projizieren wir auch ins Außen. Und wenn wir selber pessimistisch in eine Partnerschaft hineingehen und sagen, es hält ja sowieso nicht lange, dann hält es auch nicht lange. Klar, man kann auch langfristig sehen, es geht trotzdem in die Brüche. Ich sage ja auch gerne immer, es gibt auch Herzöffner, ne? Die sogenannten Korkenzieher. Die sind nur eine kurze Zeit Teil unseres Lebens, wenige Wochen, wenige Monate, um uns einfach aufzuzeigen, hey, da ist ja noch was im Herzen. Ja? Hier geht es aber um Langfristigkeit, ne? Hier geht es um die Liebe. Ja? Und das ist nichts, was von kurzer Dauer ist. Sondern das ist schon etwas, ne? Er schaut hier in die Ferne mit den 3 der Stäben. Es geht um Optimismus, es geht um Hingabe, sich auch der Liebe wieder hingeben. Spannende Energien. Da bin ich mal gespannt, wer sich hier auf der einen oder auf der anderen Seite wieder sieht oder vielleicht sogar gerade mit beiden Themen zu tun hat oder vielleicht auch schon zu tun hatte. Ne? Manche sind ja auch schon durch dadurch. Dadurch, ne? Ihr wisst, ihr lieben Liebenden. Damit bin ich raus für den heutigen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Tagesbotschaft spätestens wieder.
Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Unterstützung durchs Anschauen, Liken, Kommentieren, Abonnieren. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Alles Liebe, schönen Wochenstart.